Hallo Freunde der Wissenschaft. Ja, viele kennen das vielleicht, dass man ab und zu im Weltall, vor allem im Weltall, ist Steine nicht scannen kann, dass die irgendwie nicht auf den Mining-Scanner oder auch sogar auf Mining-Laser oder Waffen reagieren. Und da war früher immer mein Trick, dass man das einfach um die Wache schießt sozusagen, aber das habe ich festgestellt, das funktioniert auch nicht besonders gut mehr in dieser Version. 3.22a und da ist mir aber auch aufgefallen, es geht auch anders. Und zwar kann man die aufwecken, indem man sehr nah ranfliegt. Und das klappt eigentlich sehr gut. Gucken wir uns mal an hier, der ist ja nun schon scannbar. Den brechen wir mal kurz ein bisschen auf. Gesehen hat, so jetzt, sieht man, jetzt sieht man auf jeden Fall, dass man hier den Stein nicht, dass er den nicht scannt. Und wenn ich dann nah ranfliege, wacht er plötzlich auf. Ist zwar nichts Besonderes drin, aber es geht ja nur ums Prinzip. Auch hier wieder, der Mining-Scanner reagiert nicht, jetzt könnte ich ihn auch nicht mit dem Laser abbauen. Fliegt man etwas näher ran. Und plötzlich wird er umrandet und gescannt. Das scheint auch nur ein Problem im Weltall zu sein. Das Problem sehen, dass der kleine Mining-Laser schon zu stark für diesen Stein war. Deswegen musste ich das mit der Pulstechnik machen. Weil auch die kleinste Stufe, das ist ja nur 20%. War schon zu stark, um ihn gezielt aufzuladen. Das kann man auch lösen, indem man weiter wegfliegt. Noch mal zu einem Stein. Hier auch wieder nicht scannbar. Und der wacht wieder auf, wenn ich näher ranfliege. Da der Stein eben sehr schwach war, bin ich jetzt weiter weggeflogen, um nicht im Optimalbereich zu sein. Aber es war immer noch zu dicht. Auch hier sieht man wieder das Minimum-Level. Da muss man halt mit den Pulsen arbeiten oder noch weiter wegfliegen. Da ich aber allein unterwegs bin mit dem Mol, ist es halt jedes Mal ein Rumgelaufe und deswegen pulse ich dann lieber. Ich habe aber auch noch einen schwächeren Laser eingebaut. Also einen Laser, der weiter runterkommt mit dem Minimallevel und das ist dann für kleinere Steine schon bequemer. Aktuell gibt es ja, wie ihr vielleicht wisst, Mining Bug, dass der Laser nur, dass alle Schiffslaser nur bis 40% Energie liefern und alles darüber ist, bleibt bei 40%, ist quasi gedeckelt. Hier sieht man bei allen drei Steinen, hatten wir das Problem. Das funktioniert recht gut. Und auf jeden Fall ist durch diesen Mining Bug mit den 40%
liegen die Laser mit ihren Laserleistungen alle noch relativ dicht zusammen, weil die im unteren Bereich noch unter 50% ja limitiert sind. Und da der Kleinlaser auch ein relativ starker Laser ist und zusätzlich 45% Resistenz von Steinen abbaut, kriegt er sehr viel Energie in den Stein rein. Also gerade in Steine, die Resistenz haben, und das betrifft ja alle interessanten Mining-Steine, die haben eigentlich alle Resistenz. Also mit allen guten Materialien hat man auch ein Resistenzlevel. Und dadurch bekommt dieser Laser einen Boost sozusagen in der Leistung und kann auch relativ große Steine abbauen, obwohl er nur einen Modulslot und bei der Prospektor gar keinen Modulslot hat. Aber probiert's mal aus, er wird erstaunt sein, was man damit für Steine schafft. So, hier ist wieder so ein schwerer Kandidat. Auch den musste ich sehr nah anfliegen. Aber dann kommt er und man kann ihn einfach scannen. Bei diesem Stein habe ich jetzt mal einen Optimax angebaut. Aber ich versuche es gerade. Um halt den Stein besser brechen zu lassen. Aber da hatte ich mir mehr von versprochen. Sah jetzt nicht besonders besser gebrochen aus. Auch hier sieht man das Problem des zu starken Kleinlasers, dass man da nur... Hier müsste ich quasi den Mining-Turm wechseln jetzt und in den schwachen Laser gehen, weil der mit 20% einfach bei diesen Bruchstücken hier da muss man mit dieser Pulstechnik arbeiten und die kann auch ganz schnell mal schief gehen. Diesmal ist es sehr gut gegangen. Gleich noch ein kleines Video, wie man mit dem Laser pulst. Wenn es jetzt Zeitraffer, ihr müsst euch das natürlich ein bisschen langsamer vorstellen. Da habe ich zum Beispiel übertrieben. So. Das Gadget nicht aufnehmbar ist. Ich habe leider in diesem Augenblick noch nicht dran gedacht, dass man das ja auch hätte versuchen können, mit dem, wenn man das Inventar aufgemacht hat, rüberzuziehen. Das ist mir erst im Schiff aufgefallen, aber ich habe es dann einfach per Hand rübergenommen. Also lade ich erstmal im Schiff. Einsteigen ist ein bisschen seltsam aktuell, weil der Fahrstuhl keine Schwerkraft hat. Und dann ist mir jetzt eingefallen, ich kann es jetzt im Inventar packen. Dazu muss man sich neben ein Objekt stellen, das Inventar aufmachen und mit der Kamera einfach dann rüberziehen. Dann geht's wieder. Hätte ich auch draußen machen können, wenn ich es dann an Rucksack gekriegt hätte. Aber naja, gut.
das war's jetzt. Eine Manitou durch, ab ins Bett. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr selber Meinen habt und da nichts passiert, dann müsst ihr wirklich scheinbar sehr nah ran bei Asteroiden. Auf Planeten ist mir und Monden ist es mir noch nicht so aufgefallen. Da geht das eigentlich recht zuverlässig, aber selbst da sollte es, wenn ihr mal so einen Stein findet, mit nah ranfliegen, auch funktionieren. Müsst ihr dann mal testen, wenn nichts danach passiert. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Beste Grüße. Euer Sion.